für Deutschland. Wir hatten es die Tage zuvor schon deutlich angesprochen. Jens Hilbert, wir ziehen den Hut vor dieser großartigen Leistung. Er ist ein, ja, wirklich ein klassischer Amateur. Klassischer Amateur heißt, dass, wenn er morgens aufsteht, die ersten Gedanken, die er verschwendet, erstmal an, tja, sein großes Unternehmen, welches er im Übrigen selbst aufgebaut hat. Ne? Nicht von Papa oder was auch immer geerbt, sondern er ist so ein Self-Made-Typ, ganz einfach. Sehr großes Unternehmen in Deutschland aufgebaut und dann aber die Leidenschaft zum Reitsport. Die musste sich so ein bisschen, die Zeit dafür musste sich immer so ein bisschen stibitzen. Wir haben diesen Werdegang von Jens Hilbert in den letzten, ja, Monaten und Jahren eigentlich auch intensiv miterlebt. Und schön ist es, wenn dann einfach diese Euphorie, dieses Ambitionierte dann dazu führt, dass er einfach immer, immer besser wurde. Erst anfänglich wirklich nur in Amateurtouren. Jetzt wie hier zum Beispiel im großen Championat von Balve und null zu bleiben. Da schmeißt er die Faust gen Himmel und das kann ich einfach nur nachvollziehen. Das ist für mich unbeschreiblich. Das ist riesengroß. Der Amateur, Jens Hilbert, dem gelingt es hier bei den schwersten Springen, welches wir hier an diesem Wochenende haben, null zu bleiben und gleich nochmal im Stechen anzutreten. Hut ab vor dieser Leistung. Fantastisch, Jens.